Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7. Ja, es geht jetzt nun endlich weiter. In der letzten Folge haben wir ja... oder was heißt in der letzten Folge? Mal ganz langsam. In den letzten beiden Tagen kamen ja mehr oder weniger ältere Folgen raus. Und dass ich die aufgenommen oder die Aufnahmen sind da jetzt schon gut anderthalb Monate her. Und jetzt geht es weiter. Ich werde jetzt hier so eine kleine Resident Evil Aufnahmesession machen. So, dass ihr jetzt erstmal mit genug Videos versorgt seid. Weil es werden jetzt hier wieder regelmäßig Let's Plays hochkommen. Ihr habt es ja jetzt gemerkt, Assassin's Creed läuft dann jetzt auch wieder. Und deshalb geht das hier weiter. Ja, und in der letzten Folge, wenn ich mich recht entsinne, ich habe ja noch gestern nochmal in der letzten Folge kurz reingeguckt, haben wir von mir den Auftrag bekommen, Evelyn umzubringen. Und das müssen wir jetzt tun. Wir werden es mit ihr aufnehmen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns hier durchboxen müssen. Weil ich meinte mich zu entsinnen, dass wir all das schon gemacht haben hier. Haben wir hier immer ein Messer? Leute, wir haben ein Messer! Ich hab doch ein Messer hier. Wo ist dieses verfickte Messer? Nicht da, ich sehe es. Oh, das wäre auch Platz für Messer gewesen. Können wir wieder zurück? Ich weiß nicht, ob wir wieder zurück können. Ich hoffe, wir können zurück, aber ich glaube wohl eher nicht. Keine Reaktion, natürlich. Oh, ein Quarterly. Ich weiß, wir haben... Ich weiß, was wir gleich zu erwarten haben. Deshalb werde ich mal versuchen, das jetzt ein bisschen aufzuzeigen. Ich werde auf Leben, aber auch auf Muni gehen. Und so machen wir dann letztendlich auch nichts falsch. Und oh, hallo. Da. Stirb doch endlich. Ah. Ja. Scheiße, Mann. Jetzt mach doch mal was. Warum schießt du mal vorbei? Ich habe wieder die Zeit nicht genommen. Geil. Ja, ich bin gestorben. Natürlich starten wir neu. Wie soll es noch anders sein? Mann, kaum die Aufnahme gestartet und schon sind wir wieder am Arsch. Ich habe aber jetzt gerade nochmal nachgeguckt, der Ton und mein Gequatsche wird auch aufgenommen. Das ist ja nämlich das, was mir Heiligabend bei der Assassin's Creed Sessions passiert ist, wo ich dann feststellen musste, dass zwar alles aufgenommen wurde, nur mein Gequatsche nicht, weil das Mikro nicht an war.
Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ein Kraut wäre gut, eins Kraut. Ich weiß auch, dass wir ein bisschen auf Leben gehen müssen. Deshalb. Oh, Pistolenmunition nehme ich natürlich auch gerne. Die kann ich eigentlich sogar noch eher gebrauchen. Ach, komm schon! Oh, ja, komm, lass doch nach! Am besten 10.000 Jahre! Warum ging der andere sofort tot? Das hier gerade nochmal gut. Headshot. Dementsprechend könnten wir uns heilen. Ein wenig. Aber nur ein wenig. Oh. Wenn ich sowas von weiß, was auf uns zukommen wird. Es ist so schade, dass ihr die Facecam, dass ich jetzt hier gerade nichts über Facecam laufen habe. Oh Leute, ihr würdet so lachen. Bei dem Back, den ich jetzt gerade gezogen habe. Aber das wird sich ja bald ändern, wenn ich mich dementsprechend ausgerüstet habe. Dann habt ihr mehr Spaß. Ja, hier werde ich auch nicht mehr zurück können. Jetzt heißt es jetzt oder nie. Oh. Verdammt! Lass mich! Verdammt! Ja, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass wir gestorben sind? Nee, ne? Oh Mann, das wird ein ärgerliches Lesson. Vierbeiniger Moldet. Ja, das dachte ich mir irgendwie. Dass die ein bisschen schwerer zu killen sind. Ich weiß zwar nicht, wie die auf den Gedanken kommen, aber... Ja, sei es drum. Sei es drum, sei es drum. Ich muss jetzt mal eben kurz gucken. Ah, die Zeit läuft natürlich. Nein, nein, nein. Ah, jetzt müssen wir das wieder von vorne machen. Oh,
Moment mal. Na ja, komm, hol mich. Oh, das ist doch mal was Schönes. Das haben wir jetzt ja eigentlich entsprechend gut abgekürzt. Muss ich ja sagen, das haben wir echt gut abgekürzt gerade. Ohne viel Leben zu verlieren, finde ich gut. Finde ich gut und machen wir auch weiter so. Moment. Mir war, als würde ich hier gleich Probleme erwarten. Oh. Bett. Oh. Scheiße! Verdammt! Verdammt, jetzt schieß doch mal! Diese scheiß Molde ist, ey. Boah, geh sterben, bitte. Mann. Das ist doch nicht wahr. Wie viel Money fressen die? Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Red. Oh! Oh, Wow! Moment mal, langsam hier. Langsam, 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 langsam. Wir wollen hier nichts überstürzen. Hallo? Oh. Warum frisst ihr so viel? Oh, das wird ein Spaß, die anderen Teile zu spielen.
Warum fressen die jetzt so viel Money? Ja! So! Und jetzt... Wow. Oh, geh doch mal kaputt hier! Oh. Wie viel Money frisst der? Was ist das denn für eine Scheiße hier, ey? Mann! Alter! Mann! Was für eine Schießerei hier! Hier gibt's nichts zu holen. Okay. Dann... Ja, Ethan, das hast du gut gemacht. Oh nein. Oh nein, oh nein. Ich erinnere mich, wir werden gleich ganz viel Geschick und auch viel Glück brauchen. Genau deswegen. Damit wir jetzt hier auch ja nicht in irgendwas reinrennen, was uns am Ende gefährlich werden kann. Wie zum Beispiel das. Oh, eine sehr schöne Variante. Ne, mehr gab es ja auch nicht. Ne? Muss ich jetzt mal hoch. Speichern wir natürlich nicht. Ich meine, ich glaube, wir hatten jetzt gerade einen Kontrollpunkt gehabt. Ah, gut, dass wir hier Munition für nichts verschwenden. Das ist beruhigend. Okay. Ah, gesendet. Freitag, 16. Januar 2015. 0.42 Uhr. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht, ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt, ist ein bisschen krank. Mia, das Mischstück ist immer noch irgendwo zwischen Ivy Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so.
Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Evidence Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinekram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Evie krank oder so aus? Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Ah, die Oma. Stimmt, da war ja was. Ich entsinne mich. Ja, das haben wir dann hier ein bisschen ausgeglichen. Gibt es hier irgendwas noch zum Mitnehmen? Mich würde es ja freuen, wenn es hier noch was zum Mitnehmen gäbe. Aber wir wissen, dass es dann wohl Lukas ist, der mit diesen. Ich weiß nicht, ob das Umbrella ist oder sonst irgendwas, aber es scheint wohl so. Infection Report. Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome, wenn das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunlich regenerative Fähigkeiten. In Experimenten entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Mittleres Stadium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirtes mit denen der E-Serie-Vermittlers in Einklang gebracht. Der Wirt beginnt Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter der Kontrolle des E-Serie-Vermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn zu sich selbst. Endstadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber er geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen, ist extrem schwierig. Okay. Dann sind diese Molded, also diese mutierten, okay, Biowaffen. Zehn Minuten nach Dosis, tot. Dosierungstest. 4 Minuten nach Dosis erbrechen. 12 Minuten nach Dosis. Kalzifikation der Zellen. Und was wird hier? Ui. Wow. E-Nextorotizin. Mann, immer diese Medizin, diesen. Oh! Ja, ich werde das noch eben vorlesen. Zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie Biowaffe basieren.
nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serie-Zellen in den Netzotoxin-Behälter. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Und dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren und seid somit immer auf dem neuesten Stand. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zu einer neuen Folge Resident Evil 7.